manchmal Momente, da ist mir einfach nur nach Abtauchen. Wenn der Alltag schlaucht und ich einfach nur eine Rast brauche, dann suche ich Ruhe und muss Reserven tanken, weil alles auf mich einbricht und ich denke, ich wäre gefangen. Die Erde dreht sich weiter, doch ich nabel mich ab. Ich bin offline, kein Empfang, das Kabel ist ab. Mich interessiert dann auch nicht wirklich, was da draußen passiert. Beweg mich möglichst wenig wie ein kaputtes Schraubenscharnier. Ich zieh die Jalousien runter, nein, ich bin nicht zu Hause. Die Stadt ist lebendig, doch ich brauch dringend eine Pause. Viel zu oft hält man den Alltag für sich zwingend am Laufen, um dann zu merken, die Reserven, sie schwinden nach draußen. Timeout, ich spüre, dass ich Zeit brauch. Das Maß an Geduld mit meinem Umfeld gibt den Geist auf. Dann ist mit mir ganz bestimmt nicht gut Kirschen essen. Bin genervt von fremden Menschen und den wirren Sätzen. Zeugen Jehovas rufen durch die Tür, Gott lobt den Himmel. Doch ich mache nur auf, wenn der Postbote klingelt. Das ist oft so, ich finde, es ist klüger zu merken, wann's genug ist, alles andere ist überbewertet. Es ist klüger, sich die Tatsache einzugestehen, dass es auch möglich ist, auf Sparflamme Leistung zu sehen. Wir sind keine Maschinen, so wie U-Boote. Stattdessen lenken wir sie, so wie Fluglotsen. Ich hab's in der Hand, wann ich will und wann ich kann. Wann zieh ich mich zurück und wann steh ich meinen Mann? Ich kann selbst entscheiden, wann's genug ist, vielen Dank. Bin mein eigener Herr und kein Teil des Viehbestands. Ich hab's in der Hand, wann ich will und wann ich kann. Wann zieh ich mich zurück und wann steh ich meinen Mann? Ich kann selbst entscheiden, wann's genug ist, vielen Dank. Bin mein eigener Herr und kein Teil des Viehbestands. Es gibt manchmal Momente, da ist mir einfach nur noch auftauchen. All die Kraftreserven in mir, ich muss sie aufbrauchen. Dann muss ich raus und unter Menschen, so wie Grippeviren. Bis ich in der Stadt im Gedränge jede Sicht verliere. Ich schätze die urbane Vielseitigkeit, wenn sich ein Mensch im Detail auch noch vielseitig zeigt. Ich will dran teilhaben, wobei ich meist vergesse. Die ganze Sache artet bei mir aus in Freizeitstress. Bin halt kein Einsiedlerkrebs, der allein niedergeht. Hab in meiner Lebenszeit so manchen kleinen Krieg erlebt. Manchmal wird es turbulent, alles scheint wie verdreht. Doch das juckt mich nicht, solange ich nie mein Leitziel verfehl. Auf- und abtauchen, Höhen und Tiefen. Durch diesen Wechsel lasse ich mir doch nicht das Schöne vermiesen. Im Gegenteil, ich kann sogar noch wie Blöde genießen. Das für mich Gute schützen und zugleich das Böse besiegen. Das ist Alltagsweisheit, kein Geheimrezept. Vieles, was man nicht begreift, ist im Detail versteckt. Ich zum Beispiel schöpfe Kraft, wenn ich sie einsetz und den Lohn für meine Mühen danach einsteck. Das hält den Motor am Laufen wie ein Tank voll Benzin. Glaubt mal, so kann ich jedem Stress ganz toll entfliehen. So lenk ich meinen Alltag stets wie Fluglotsen. Und bei Stress tauche ich einfach ab, so wie U-Boote. Ich hab's in der Hand, wann ich will und wann ich kann. Wann zieh ich mich zurück und wann steh ich meinen Mann? Ich kann selbst entscheiden, wann's genug ist, vielen Dank. Bin mein eigener